Hallihallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Ja, ich möchte mit euch heute eine Konfitüre herstellen. Und zwar eine für Erwachsene, eine Quitten-Erdbeer-Konfitüre mit Schuss. Als allererstes benötigen wir Quitten. Wenn ihr keinen eigenen Quittenbaum habt, fahrt auf den Wochenmarkt, die haben welche. Oder noch besser und günstiger ist wirklich, fragt mal bei euren Nachbarn oder wo ihr einen Quittenbaum entdeckt. Ob irgendjemand Quitten hat. So sehen sie aus. Also ich habe jetzt Apfelquitten. Es gibt so längliche, das sind dann Birnquitten. Also es gibt zwei verschiedene Sorten. Ihr könnt für dieses Rezept oder allgemein für Quittenrezepte beide Sorten verwenden. Also wer einen Quittenbaum zu Hause hat, der ist immer froh, wenn er irgendwelche Abnehmer hat. Ja, fragt doch einfach nach. Oder ihr könnt auch in türkischen Lebensmittelläden schauen. Die haben es nämlich auch im Sortiment. Ja, als allererstes wird der Pelz von den, ich habe sie fast alle hier schon weg hier, so sieht der Pelz aus, einfach mit einem Krückentuch abgerubbelt. Ich habe sie geschält und geschnitten, meine, so ein kleines Stückchen geschnitten, meine Quitten. Insgesamt benötigt ihr 700 Gramm, die geben wir jetzt in den Mixtopf hinein. Ich liebe ja Quitten. Ich mag wirklich den Duft. Ich bin ja mit Quitten aufgewachsen. So, die werden wir jetzt 8 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern. So, ich zeige es euch mal, wie es jetzt ausschaut. Schaut mal. Dann kommen 300 Gramm TK-Erdbeeren hinein. So, dann benötigen wir noch 100 Gramm Wasser. So. Dann kommt unser Schuss dazu und zwar, ja, schauen wir mal, wie viel so ein Esslöffel ist. Ich zeige es euch mal. Ach, gib mal zwei. Zwei Esslöffel. Wir haben ja eine gute Menge. So. So zwischen 10 und 12 Gramm. Da könnt ihr auch einen Rum hernehmen zum Beispiel. Ihr könnt auch Amaretto hernehmen. Aber ich mag gern Obstwässerle drin. Kirschwasser ist auch sehr, sehr lecker, obwohl es sich ja, eigenartig anhört. Erdbeeren und Kirsch. Aber Kirschwasser schmeckt auch gut. Ja, dann benötigen wir 500 Gramm Gelierzucker. Und zwar 2 zu 1. So, jetzt schaut doch alles so aus. Schaut mal, Topf ist voll. Deckel drauf. Messbecher absetzen. Dafür nehmen wir jetzt das Garkörbchen. Oder wer den Spritzschutz hat, kann auch den Spritzschutz hernehmen. Oder ihr könnt auch den Varoma hin praktisch draufstellen. Und zwar jetzt wird das alles gekocht und zwar 14 Minuten, 100 Grad, Stufe 2. Ihr bleibt dran und beobachtet das alles, denn ich habe euch ja schon mal bei einer Konfitüre, Marmelade, schon mal erzählt, wer einmal putzt hat, der bleibt wirklich immer am Thermomix dran, denn die Gefahr besteht tatsächlich, dass überkochen kann. Deswegen haben wir auch den Messbecher runter, sondern nehmen dieses Garkörbchen. Sollte es anfangen, extrem zu blubbern, dreht die Temperatur auf 98 Grad herunter. Ja, jetzt köcheln Sie so vor sich hin. Ja, unsere Kochzeit ist zu Ende. Jetzt werden wir doch fein pürieren, weil unsere Quitten sind ja eigentlich noch nicht püriert. Und zwar 15 Sekunden auf Stufe 6. Halt! Jetzt hätte ich einen großen, großen Fehler gemacht. Den macht ihr nicht. Ihr entfernt das Garkörbchen.
und tut den Deckel drauf. So, und jetzt Stufe 6. 15 Sekunden, Stufe 6. So, und was jetzt ganz, ganz arg wichtig ist, wir müssen jetzt die Garprobe machen. Nicht, dass euch die Konfitüre nicht geliert. Sollte das der Fall sein, dann gebt einfach ein paar Minuten, so 2, 3 Minuten Kochzeit noch dazu. Ja. So schaut sie schon mal aus. So, jetzt müssen wir ein bisschen warten. Am besten stellt ihr es jetzt in den Kühlschrank oder in die Gefriertruhe für ein paar Sekunden. Dann geht es nämlich schneller. Ja, wir warten jetzt mal. So, schaut mal. Es geliert bei mir. Es läuft nicht weg. Und jetzt wird es abgefüllt und zwar in saubere, sterile Gläser. Die habe ich jetzt zusätzlich noch mit ganz heißem Wasser ausgespült, damit, wenn die heiße Marmelade jetzt in die Gläser hineinkommt, damit mir keins zerspringt. Ja, ich fülle es jetzt einfach um. So, fertig. Deckel immer sofort schließen. Ihr braucht die Gläser nicht auf den Kopf stellen. Sie werden auch so Vakuum ziehen. Das macht man eigentlich nicht mehr, dass wir Marmeladengläser auf den Kopf stellen. Erstens einmal bleibt so unser Deckel sauber. Und wie gesagt, man muss es nicht mehr machen. Und die Gefahr besteht auch nicht, wenn unten am Deckel nämlich so Plastik oder Kunststoff oder sonst irgendeine Beschichtung noch ist, dass die Stoffe in eure heiße Marmelade, Konfitüre, Gelee gelangen. Also, ihr braucht nicht mehr umdrehen. So sieht es ja aus. Zu dem Schuss, sagt mir, Obstwasserle. Könnt ihr auch komplett draußen lassen. Also wenn Kinder oder Schwangere mitessen oder Leute, die kein Alkohol essen dürfen, trinken dürfen, lasst es einfach weg. Das ist kein Beinbruch. Ja, und das Kirschwasser könnt ihr auch nach eurem Geschmack mal mehr, mal weniger Neid geben. Also ich finde mit 2 Esslöffel gerade richtig. Ich will ja nicht am Frühstückstisch so Psuffe sei oder ein Doldi drin haben, sondern bloß so leichtes, kleines Geschmäckle. Ja. Jetzt lassen wir es komplett auskühlen und dann ist sie eigentlich schon fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, einen guten Appetit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.